Es ist ja wieder Kürbiszeit und ich liebe Kürbisse sehr und habe euch auch schon zweimal Kürbis-DIYs gezeigt. Einmal die Kürbisse aus Salzteig und einmal die gehäkelten mit der Strickoptik. Für diese Kürbisse hier müsst ihr überhaupt nichts können, weder häkeln noch stricken noch irgendeinen großen Aufwand betreiben. Eigentlich müsst ihr hier nur wickeln. Ihr könnt dafür so richtig schönes, dickes Garn nehmen, dann geht es natürlich auch noch besonders schnell. Ich nehme gerne Garne, die ich mir mal gekauft habe, meistens direkt in Massen, weil ich sie einfach so schön fand. Ja, und dann nachher festgestellt habe, dass ich sie einfach nicht verhäkeln konnte, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Also diese dünnen Fusselgarne hier, die finde ich einfach mega, mega schön. Also das ist dieses hier, nur in einer anderen Farbe dann natürlich. Aber eben zum Häkeln ist es für mich überhaupt nichts. Für die Kürbisse ist es allerdings genau richtig. Das hat schon so eine Hüttenzauber anmutende Optik. Also mir gefällt es wirklich super gut. Zum Umwickeln könnt ihr entweder so eine Küchenpapierrolle nehmen. Da schneidet ihr euch dann einfach so ein kleines Stückchen hier ab. Ihr könnt allerdings auch Zeitungspapier nehmen, altes, und das faltet ihr dann zu so einem Streifen, der so hoch sein muss, wie euer Kürbis eben hoch sein soll. Und dann dreht ihr euch das einfach zusammen, eben auch wieder so groß, wie ihr es haben möchtet, und klebt es dann einmal mit Kreppband zusammen. Das geht natürlich mit den Küchenrollen auch. Zwei gleich große Teile abschneiden, aufschneiden, und dann könnt ihr euch die auch, ja, so wieder zusammenkleben, wie ihr es eben gerne haben möchtet. Was ich immer noch verwende, ist ja diese Watte hier am, keine Ahnung, laufenden Meter. Da kann man sich dann immer schön hier so Teile abrupfen und die kann man dann so ein bisschen formen, so wie man es eben braucht. Und die klebe ich dann mit Textilkleber hier einmal von außen auf meine Rolle drauf. Einfach so Stückchen für Stückchen so rumkleben. Hier geht es einfach nur darum, dass der Kürbis halt so eine etwas bauchigere Form bekommt. Und das Gleiche mache ich dann allerdings eben auch von innen. Also wieder hier Kleber drauf und dann das Loch halt verkleben mit der Watte. Also wir machen ja keinen Donut, sondern wir wollen uns einen Kürbis basteln. Und dafür muss natürlich dieses Loch nachher hier oben geschlossen sein. Und wenn man das vorab schon mal so ein bisschen ausstopft, dann muss man zum einen weniger wickeln und zum anderen muss man auch nicht so viel Garn verwenden. Also es wäre Verschwendung, wenn wir so viel wickeln würden, bis dieses Loch dann so zugeht. Also auf jeden Fall mit dem dünnen Garn. Wenn ihr ein dickes Garn verwendet, dann braucht ihr diesen Innenteil nicht zu machen. Aber außen finde ich es auf jeden Fall schöner so. Ja, und ansonsten braucht ihr eigentlich nur noch ein paar hübsche Holzstöckchen. Ich mag ja auch sowas gerne, was so ein bisschen krumm und schief gewachsen ist. Eben für den Strunk. Dann Textilkleber, Schere, eine Stopfnadel. Wenn das nachher hier in der Mitte fast zu ist, es wird dann einfach immer schwieriger, den Faden da durchzukriegen. Ja, und jetzt machen wir noch schnell zusammen einen kleinen Kürbis und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir fangen mit der Watte an. Aufmachen wäre auch noch gut. Wenn das an einigen Stellen zu dick sein sollte, könnt ihr die Watte immer noch so ein bisschen abzupfen später. Da mein Garn recht dünn ist, habe ich das jetzt vierfach genommen, jeweils so 2 bis 2,50 Meter lang, mache einen Knoten und klebe mir den dann in dem Innenteil fest. Und ich schaue immer, dass die Fäden nicht so verdreht sind, sondern möglichst nebeneinander liegen. Ja, und dann wird einfach nur gewickelt. Mein Faden ist jetzt hier am Ende und wir nehmen uns direkt die nächsten 4 Fäden
und knoten die jetzt hier einfach fest. Wir müssen immer gucken, dass der Knoten innen liegt. Und je mehr Knoten wir machen, deshalb sind meine Fäden eben auch so kurz, desto mehr füllt sich das hier in der Mitte auch nochmal zusätzlich auf. Hier ungefähr sollte der Knoten sitzen, damit das halt eben innen drin schön mittig ist. Und dann kommt hier einfach ein ganz normaler Knoten hin. Ja, das passt. Und dann schneiden wir uns die Fäden gar nicht mal so kurz ab. Und dann wickeln wir weiter. Wenn wir zum Ende kommen, dann schaue ich eigentlich immer, ja, wo ist es jetzt noch so ungleichmäßig? Also hier dieser Bereich ist wesentlich dicker als dieser, also wickle ich jetzt natürlich mehr in diesem Bereich. Und ich gucke immer mal wieder ganz zum Schluss, also ich bin jetzt gleich am Ende, wo hier irgendwie Stellen sind, die nicht so schön aussehen. Also hier haben sich die Fäden zum Beispiel so überkreuzt, das sieht nicht schön aus. Also ich springe jetzt mit dem Wickelfaden hier einfach kreuz und quer und zwar überall dann dahin, wo es nicht wirklich gut aussieht. Und dann lege ich mir die Fäden hier nochmal richtig schön drüber und ja, verstecke so die Stelle, die mir nicht so gut gefällt. Okay, ja, dann sind wir fertig und wir können jetzt hier das Ende einfach abschneiden. Also ihr guckt jetzt mal, welche Seite euch besser gefällt, ob also welche oben sein soll, die oder die. Ich glaube, ich nehme die nach oben. Jetzt schneide ich mir hier die Fäden ab, mache aber vorher noch schnell einen Knoten am Ende und klebe mir den dann in der Mitte mit Textilkleber fest. Der Textilkleber, der trocknet transparent weg, den sieht man nachher nicht mehr. Und deshalb ist das egal, wenn ich da so ein bisschen rumgematscht habe. Ja, und jetzt nehmen wir uns einfach so ein kleines Stöckchen und dann stecken wir das hier oben einmal fest rein. Und tada, sind fertig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefallen die Kürbisse wirklich gut. Ich hoffe natürlich euch auch. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Ausprobieren und Dekorieren und sage mal wieder danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin.